Lieber Kamil, was ist für dich das Unbekannte in der Kunst und was findest du in der Kunst? Das Unbekannte ist auch das, was mir selbst fremd ist. Und das ist in meinem Fall das, was in mir selbst ist. Ich beschäftige mich eher mit inneren Phänomenen, Dingen, die in einem selbst sind und nicht so sehr mit Dingen, die außerhalb von mir liegen. Natürlich liegt das Fremde oder das Eigene oder im Auge des Betrachters. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Kultur. Verändert die Pandemie die Welt und muss die Kunst darauf reagieren? Und was erwartest du von den 20er Jahren? Also die Pandemie hat die Welt jetzt nicht grundsätzlich verändert, aber die Pandemie hat die Welt, hat bestimmte Dinge quasi zur Kenntlichkeit gebracht. Für mich war eine wichtige Fragestellung innerhalb dieser Geschichte, inwiefern es zum Beispiel politische Kunst noch gibt. Ja. Damit einhergehend, wie verändert sich das Selbstverständnis des Künstlers durch diese Pandemie? Was hat sich da gezeigt? Und ich bin eigentlich der Auffassung, dass es keine politische Kunst mehr gibt, aber alle Kunst politisch ist. Ja? Die Pandemie hat klar gezeigt, dass Kultur und Kunst zur Unterhaltungsindustrie gehört und es keine Notwendigkeit für Kunst gibt. Die Gesellschaft lebt weiter ohne Kunst auch. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf unser Selbstverständnis. Ja. Und die Frage, ob zum Beispiel dieser Bedeutungszuwachs, den die Kunst und die Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg in den 70er, 80er, 90er Jahren hatte, ob das eine Episode ist oder ob das quasi eine wirkliche fundamentale Veränderung war, dass die Kunst tatsächlich für viele Menschen eine Bedeutung bekommt. Also wir stellen einfach fest, dass alles, was mit Kultur zu tun hat, quasi so eine Restsituation darstellt. Alles andere wird diskutiert und wird verändert oder meldet sich zu Wort, nur die Kultur ist quasi am Schluss dann da. Ja. Das ist schon, das verändert unser Selbstverständnis. Du beschäftigst dich mit Skulptur, Malerei, Sprache, Fotografie. Wie beschreibst du den Zwischenraum, den du eigentlich darstellst? Also der Zwischenraum ist das eigentliche Ding, was mich wirklich interessiert. Deswegen mache ich zum Beispiel keine farbigen Skulpturen, sondern ich mache Dinge, die zwischen Malerei und Skulptur sind. Und das ist das, was mir die größten Entwicklungsmöglichkeiten, das größte Entwicklungspotenzial letztendlich bietet. Und ich habe mal geschrieben, vor längerer Zeit, dass zwischen den Stühlen sitzen etwas ist, was einem ganz gut in Bewegung hält. Es ist zwar unbequem, aber es hält mich in Bewegung. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich meine Atelierarbeit oder meine künstlerische Tätigkeit quasi performativ sehe. Versuche mir selbst auch die Chance zu geben, immer wieder neue Dinge zu entdecken. Und das ist nur möglich durch die Dinge, die zwischen den Bereichen liegen. Wenn man sich quasi auf einen Bereich festlegt, dann ist man wie so sein eigener Angestellter, der seine Brötchen bäckt irgendwie. Und das finde ich schrecklich. Da bin ich nicht angetreten. Ich bin angetreten, auch weil ich ein anderes Leben führen wollte. Wahrscheinlich wie viele Künstler in meiner Generation. Wir wollten uns anders definieren. Ja? Wir wollten nicht entfremdet sein. Und das kann ich nur sein, indem ich mich ständig einer neuen Situation aussetze, indem ich unbekannte Räume irgendwie erforsche. Und die liegen tatsächlich zwischen den Dingen. Was holst du von außen in die Orte in dir und was geben diese an die Welt zurück? Das Außen spielt in meiner Arbeit nicht so eine überragende Rolle. Ja? Also ich muss jetzt nicht nach außen irgendwie neue Erlebnisse haben, um Kunst zu machen. Ich brauche auch nicht wie Picasso eine neue Frau, um irgendwie Kunst zu machen, sondern
das eigentliche Erlebnis liegt wirklich in mir selbst auch. Ne? Und in dem, wie ich mich spüre oder wie ich auf mich achte oder was ich in mir höre oder was ich in mir sehe. Dinge, die mir selbst eine Fantasie machen. Und diese Fantasie kann sich dann in einem Kunstwerk äußern. Also von daher spielt die Außenwelt eher eine untergeordnete Rolle. Ja? Sondern primär ist das, was mich ausmacht. Literatur ist für dich nicht nur Leseerlebnis, sondern auch praktische Übung. Also nicht nur die bildenden Künste, sondern auch die schreibenden Künste sind dir nahe. Wir bitten dich einfach mal ein Gedicht vorzutragen, das die klangliche Welt mit der Farbwelt von dir als Äquivalent bieten kann. Also grundsätzlich ist es so, dass ich den Anspruch habe, dass die Gedichte quasi so ein abstraktes Äquivalent zu meinen Bildern irgendwie sind, ohne dass ich da irgendetwas bebildere oder interpretiere. Naja, Lethe. Silber, Fische im Kahn und das gegenüber Ufer ist weit. So zeigt uns der Schlaf einen Weg, wir stoßen uns ab, beweinen die Strömung und Fische tasten nach unseren Beinen, endlos und leise gleiten wir dunkel dorthin. Danke, lieber Kamel.